Wir werden häufig von unseren Kunden angesprochen, ob es möglich ist, auf unseren Hochgeschwindigkeitsfräsmaschinen auch universellere Bearbeitungen durchzuführen, zum Beispiel Bohrbearbeitungen. Wir haben heute ein Video vorbereitet, in dem wir Ihnen zwei Bohrbearbeitungen zeigen, die wir auf unserer Highspeed Eagle V9 durchführen. Die Highspeed Eagle V9 kann heute mit stärkeren, leistungsstärkeren Spindeln ausgerüstet werden, welche sich grundsätzlich auch für die Bohrbearbeitungen eignen. Ich bin hier zusammen mit Joachim Franzusiak, Leiter unserer Anwendungsabteilung in Burbach. Und ich bitte jetzt den Joachim, uns zu den beiden Bearbeitungen einige Detailinformationen zu geben. Die Aufgabenstellung war klar definiert. Könnt ihr Kühlbohrungen in 8 mm bis zu einer Bohrtiefe von 100, 200 oder 230 mm in vergütete Werkzeugstähle einbringen, ja oder nein? Wir verwenden klassisch zweischneidige Vollhartmetallwerkzeuge mit Kühlkanälen für die Späneabfuhr und die Kühlung des Werkzeugs sorgt unsere ATS-Einrichtung. Gebohrt haben wir das Ganze auf einer HSK-50-Spindel mit 36.000 Umdrehungen, die in der Bohrbearbeitung nur bei 20% Belastung lag. Die erste Bearbeitung, die wir durchgeführt haben, haben wir mit Hilfe der ATS-Aerosol-Kühlanlage der Firma Rother durchgeführt. Die Rother-Anlage hat einen maximalen Druck von 10 Bar und da gehen wir durch das Werkzeug. Wenn wir jetzt länger und tiefer bohren wollen, gibt es natürlich die Möglichkeit bei unseren Maschinen, dass wir Kühlwasser einsetzen. Und wir haben zum Beispiel eine Option mit IKZ 80 Bar, die wir hier verwendet haben. Das zeigen wir jetzt im zweiten Teil des Videos. Wie war da die Aufgabenstellung? Könnt ihr eine Kühlbohrung von 230 mm Tiefe mit einem Bohrer Durchmesser 8 mm herstellen? Dazu haben wir bei dem Beginn der Bearbeitung erst eine Pilotbohrung gesetzt von ca. 15 mm Tiefe, sind dann mit diesem langen Werkzeug in die Bohrung reingefahren, haben dann 80 Bar IKZ Druck angemacht und sind dann bis auf 230 mm Endtiefe in die Bohrung gefahren. Die Stärke unserer Maschinen ist, dass wir heute weniger HSC-Maschinen haben. Wir haben hochdynamische, hochgenaue Maschinen, mit der sehr universelle Bearbeitungen durchführbar sind. Ich glaube, entscheidend für den Erfolg solcher Bearbeitungen ist die Auswahl der richtigen Spindel. Ja, absolut richtig. Und wenn man mal auf die sonstigen Anwendungsgebiete noch schauen kann, wir haben jetzt in diesem Fall eine 230 mm tiefe Kühlbohrung gebohrt. Wir haben aber auch einen Formrahmen gebohrt mit 396, wo wir beidseitig bis 200 mm Tiefe bohren können und somit haben wir eine Durchgangsbohrung von 400 mm erreichen können. Und das alles mit einer HSK-50-Spindel, 36.000 Umdrehungen, die auch tadellos perfekte Oberflächen erzeugen kann. Wir haben eine Maschine, die auf der einen Seite für Hochpräzisionsbearbeitung geeignet ist, für die Bearbeitung von staubenden Materialien, für die Hartbearbeitung von Stahl mit besten Oberflächen. Aber wir haben eine Maschine, die gleichzeitig auch universeller einsetzbar wird und damit für die Kunden auch mit einem breiteren Anwendungsspektrum nutzbar ist. Geben Sie uns die Gelegenheit, Ihre speziellen Anwendungen kennenzulernen, damit wir feststellen können und gemeinsam überlegen können, welche Vorteile unsere Hochgeschwindigkeitsfräsmaschinen oder Hochdynamikfräsmaschinen für Ihre persönlichen Anwendungen haben.